Willkommen zurück bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Was ist hier eigentlich los? Reden wir da jetzt nochmal drüber? Es ist der Tag danach, also ich habe gestern tatsächlich hier nicht mehr aufgenommen. Aber... Wow. Wo ist der Eingang jetzt? Hier, okay. Wir können auch einfach wieder rausgehen. Es ist kein, Oh, wir können nicht rausgehen. Wir können nur rein teleportieren. Okay, okay. Ruheort des Gefäßes des Geistes. Das ist so weird. Oh, die Farbstimmung hier ist ja gruselig. Das ist so weird komplett. Ich... weiß nicht, was ich davon halten soll, was ich dazu sagen soll. Minero als Weise, als Begleiter von uns? Ich habe übrigens zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder ein lammärmiges Oberteil an. Ich hatte, glaube ich, bei einer der letzten Aufnahmen eine Sweatjacke drüber, aber wirklich einen pulloverartigen Pullover. Ewig nicht mehr. Seit, keine Ahnung, März oder so. I don't know. Okay, das sind alles so Formen für diese Anzüge oder diese Konstrukte. Sag nicht, dass wir die jetzt freischalten. In irgendeiner Art und Weise. Aber hier ist Miasma. Und das heißt, hier kommt auch ein Bosskampf. Oder? Hey. Dann halt so. Aber ich bin immer noch total sprachlos, weil ich mit dieser ganzen Story hier, mit dieser ganzen Ecke gar nicht gerechnet habe. Jetzt sind wir ganz oben, ne? Genau. Du hast mir ein bisschen Angst gemacht. Tschö. Ich meine schon klar, es sind jetzt nur Irrlichter. Lohnt sich wahrscheinlich gar nicht der Zeitaufwand. Warum juckt meine Nase noch beim Aufnehmen? Aber der Vollständigkeit halber nehme ich jetzt einfach mal mit. Oh, da ist noch eine große sogar. Eine große Irrlicht. Alle habe ich nicht gesammelt. Da ist noch einer. Es ist nicht schlimm. Wir wissen ja auch nicht. So viel sind das ja dann doch nicht. Aber dass wir überhaupt und... Ich würde gern wissen, ob es irgendwann noch eine richtige Hauptmission gegeben hätte, die uns hierher geführt hätte. Ob wenn wir alle vier Gebiete gemacht hätten, dann Zelda erschienen wäre und gesagt hätte, hey Link, geh mal dahin und hol dir noch Minerus Mysterienstein. Oder ob das immer eine reine Such- und Findaktion ist. Das würde ich gern noch wissen.
Na gut, schauen wir mal, ne? Ich wollte schon fast sagen, da kommt doch noch was. Dieses Glühen, das Konstrukt muss von etwas Monströsem befallen sein. Wenn es unter Kontrolle des Dämonenkönigs ist, müssen wir es besiegen. Los, Link. Mit vereinten Kräften. Los, wir müssen das Konstrukt hier und jetzt aufhalten. Das hat funktioniert. Okay, da war jetzt ein bisschen Glück dabei, weil wir die Kanone noch hatten, ne? Die Kanone noch hatten. Das ist unfair. Es hat Ersatzarme aktiviert. Nimm dich in Acht. Scheiße, wie denn? Okay, hier. Vorsichtig. Nee, alles gut, wir schaffen das. Jo. Yeah.
Ich dachte echt, da kommen Jäger. Als ich den Zaun gesehen habe, da kam direkt so Koga-Vibes irgendwie. Gut, cool. Ja, war ein cooler Kampf. Haben wir gut verstanden, ne? Hat gut geklappt. Du konntest das Konstrukt besiegen, das von der Magie des Dämonenkönigs kontrolliert wurde. Die Trümmerteile des Konstrukts, eins von Mineru erschaffen, verschwanden mitsamt des Miasmas, das den Tempel erfüllte. Der Mysterienstein des Geistes liegt funkelnd auf dem Altar. Nice. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich will es noch ganz deutlich nochmal sagen, dass wir hier unten auf dieser Drachenkopfinsel, aber es ist tatsächlich ja dann direkt darunter, dass wir hier den Weg finden für den 5. Mysterienstein. Untersuchen. Ich bin die Weise des Geistes, vom stolzen Volke der Sonau. Zelda bat mich, dir zu helfen. Bitte nenne mich... Mineru. Endlich treffen wir uns, Link. Ich danke dir. Nur durch deine Hilfe bin ich wieder mit meinem Mysterienstein vereint. Es war vorgesehen, dass ich in eben dem Augenblick erwache, in dem du das Purapet in Händen hältst. Um dir beizustehen, wollte ich das Konstrukt mit meinem Geist beseelen. Doch die Schergen des Dämonenkönigs kamen mir zuvor. Dessen ungeachtet hast du es aus eigener Kraft zu mir geschafft. Link, hier. Mineru, gewähre dir meine Macht als Weise des Geistes. So, nimm denn diese Gabe an. Damit sind wir auf ewig im Innersten miteinander verbunden. Ich werde nun von dem Konstrukt Besitz ergreifen, um dir meinen Beistand zu gewähren. Habe ich das richtig verstanden, dass sie eigentlich gemeinsam mit dem Purapet schon auf der vergessenen Himmelsinsel bei uns sein sollte? Einst, in längst vergangenen Tagen, lebte ich auf dieser Welt. Es war die Zeit, in der Hyrule gegründet wurde. Das Schicksal wollte, dass ich meinem Leib entstieg und bis zum heutigen Tage als körperloser Geist lebe. Ich wohnte dem Purapet inne, um nun mein Wissen mit dir teilen zu können. Den Machenschaften des Dämonenkönigs ist es geschuldet, dass wir uns erst jetzt wahrhaftig gegenüberstehen können. Ich bitte dich um Verzeihung. Ah,
Lass mich dir nun enthüllen, was du wissen musst. Damals, in meiner eigenen Zeit, in Jahren, die dir unendlich fern erscheinen würden, damals erwachte Zelda als Weise der Zeit und erschien vor unseren Augen. Lass mich dir erzählen von einer furchtbaren Tragödie, die sich einst in Hyrule, unserem Reich, ereignete. Und von Zelda, die den Mysterienstein trug und durch die Zeit reiste. In jenen längst vergangenen Tagen fasste sie einen Beschluss von unvorstellbarer Tragweite. Lass mich dir von ihrer Stärke und Entschlossenheit erzählen. Und wie sie diese Gefühle auf das Masterschwert übertrug, welches du nun in Händen hältst. Oh, Leute. Vor langer, langer Zeit stiegen die Sonau, Nachfahren der Götter und Besitzer unermesslichen Wissens, aus himmlischen Sphären auf die Welt herab. Sie führten ihr Erbe mit sich, die Mysteriensteine, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachten. Rauro, mein jüngerer Bruder, leitete das Volk mit der Weisheit der Sonau. Bald schon lernte er eine junge Irdische namens Sonja kennen und ehelichte sie. Rauro schenkte Sonja einen der Steine und gemeinsam einten sie das Land. König Rauro und Königin Sonja nannten ihr junges Reich Hyrule. Es war ein Ort, der seine Bewohner mit Glück und Zuversicht erfüllte. Doch ach, es sollte Schreckliches geschehen. Die Wüste spie einen grausamen Mann hervor. Ganondorf, Herrscher des Gerudo-Volks, feige meuchelte er Königin Sonja und raubte ihren Mysterienstein. Mit dem Stein verwandelte sich Ganondorf in ein Wesen, das man den Dämonenkönig hieß. Monster schuf er und sandte sie aus, die Welt zu unterjochen. Hyrule kämpfte tapfer und beherzt. Doch der ungeheuer Massen war nicht Herr zu werden. Bald schon stand es vor dem Untergang. Da ersann Rauro eine List, die das Kriegsglück wenden sollte. Er gab seinen besten Kriegern jeweils einen Mysterienstein. So wurden aus ihnen die Weisen und gemeinsam trotzten sie dem Dämonenkönig. In ihrer Überzahl hätte es ihnen ein leichtes sein sollen, Ganondorf zu richten. Doch wehe. Der Dämonenkönig war weit mächtiger, als wir hätten ahnen können. Auch ich war machtlos gegen ihn. Alle Hoffnung schien verloren. Bis Rauro bis er beschloss, zum äußersten Mittel zu greifen. Ist dir bewusst, was der Preis dafür ist? Unterschätz mich nicht.
Ich bin bereit, auch das größte Opfer in Kauf zu nehmen. König Maru! 10.000 Jahre sind ein Wimpernschlag für mich. Mein Sieg ist unvermeidlich. Du irrst. Eines Tages wird dir jemand endgültig Einhalt gebieten. Der Träger des heiligen Bandschwerts. Link, merke dir seinen Namen. Link, sagst du? Das klingt gut. Ich freue mich schon darauf, ihn zu begegnen. Wie perfekt der Soundtrack eingespielt wurde, oder? Ja, das macht alles rund. Und warum ist von Rauro nur der Arm übrig? Der Rest ist quasi abgefallen, ja? Ich meine, 10.000 Jahre, okay, der Rest ist zu Staub geworden. Aus Staub und zu Staub, oder wie sagt man? Okay, dann nach 10.000 Jahren ist die Versiegelung gebrochen. Das scheint Ganon ja schon gewusst zu haben. Und die Verheerung um Breath of the Wild und 100 Jahre vor Breath of the Wild war einfach nur ein Vorbote der sich befreienden Dämonenkönig-Essenz, oder was? Oh. Ja, okay, aber wir haben jetzt noch nicht erfahren, was mit Zelda ist, ne? Sie hat ja auch gesagt, dass Zelda eine Entscheidung getroffen hat. Diese Tragödie wird als der Versiegelungskrieg bezeichnet. Unser Leben stand auf Messers Schneide, doch schlussendlich vermochten wir den Dämonenkönig zu bannen. Leider trug ich bei der Schlacht eine schwere Verwundung davon. Meine Zeit auf dieser Welt ging schnell zu Ende. Da erschien Zelda vor mir, in ihrer Hand ein zerfallenes, von der Zeit zerfressenes Schwert. Ja. Als das Masterschwert im Tempel der Zeit aus deiner Hand verschwand, da trat es eine Reise durch die Zeit an, in längst vergangene Tage, bis es schließlich Zelda selbst erreichte. Okay, also ist Zelda wirklich damals, das wissen wir schon von den Zwischensequenzen, 10.000 Jahre in die Vergangenheit gereist. 10.100 und ein paar Monate. Und genau dahin haben wir auch das Masterschwert geschickt. Und siehe, nun führst du es aufs Neue. Das Schwert ist also durch die Zeit gereist, genauso wie du. Ja, ich kenne es genau. Man nennt es Masterschwert. Ich musste mit ansehen, wie es zersprang. Doch ein Splitter verletzte Ganondorf. Es hat ihn verletzt? Wir konnten ihm damals nichts anhaben. Und nun? Du hast zwar das Schwert, aber was wirst du damit tun? Wenn man dem Masterschwert heilige Kraft zuführt, wird es sich erholen. Es könnte sogar mächtiger werden als je zuvor. Verstehe. Wenn du das Schwert auf diese Weise neu erschaffst, dann könnte es vielleicht wirklich den Dämonenkönig bezwingen. Aber die dafür nötige Macht wird es nicht von heute auf morgen aufbringen. Es würde Äonen in Anspruch nehmen. Das Ganze erscheint mir aussichtslos. Es über endlos viele Jahre zu nähren. Wie soll das nur gehen? Eine Möglichkeit gibt es. Nein, das... Doch, mit diesem Zauber ist es möglich. So hör doch. Der Preis dieses Zaubers ist hoch. Du würdest alles verlieren, was dich ausmacht. Das kannst du nicht... Mineru! Du weißt, dass es dann kein Zurück mehr gäbe. Als ich das Schwert hielt, da war mir alles klar. Mineru,
Es war der Grund für meine Reise durch die Zeit. Ich werde das Masterschwert heilen. Link muss es bekommen. Wie du willst. Dein Beschluss steht nun also fest. All das Leid. In unserem Stolz haben wir Sono es mitverschuldet. Und darum werde ich ihm ebenfalls mein Leben widmen. Dem Helden, von dem du sprichst. Ich werde alles für Link tun, was in meiner Macht steht. Auch wenn mein schwacher Leib bald vergeht. Mein Geist wird an seiner Seite sein. Boah, Leute. Mich berühren die Zwischensequenzen extremst. Im Anschluss besprachen Zelda und ich unser Vorgehen und tüftelten gemeinsam einen Plan aus. Wir wollten deine Schritte in der Zukunft leiten, so gut wir nur konnten. Ehe die Wirkung des Miasmas mir ein Ende setzen konnte, wurde ich zu einem Geist, der dem Purapet innewohnte. Und als dies geschehen war, begann Zelda das verbotene Ritual. Sie glaubte fest daran, dass du mit dem Masterschwert den Dämonenkönig besiegen und Hyrule retten würdest. Du hast bereits die Klinge, die dir Zelda hinterließ, das Masterschwert, das jede Finsternis zu bannen weiß. So brich dann auf, Link. Mit der Klinge, die dir Zelda hinterließ, wirst du den Dämonenkönig Ganondorf ganz gewiss bezwingen können. Schwur von Mineru, Geist, Weise des Geistes, Zeichen des Paktes mit Mineru, der Weisen des Geistes, rufe damit das Konstrukt herbei, dem der Geist von Mineru innewohnt, oder entlasse es. Wo ist das Masterschwert? Ja, wir haben die Reihenfolge kaputt gemacht. Mineru, ältere Schwester von Rauru, dem ursprünglichen Besitzer von Links rechtem Arm, kämpfte im Zeitalter der Legenden als Weise des Geistes an der Seite von Rauru gegen den Dämonenkönig und wurde dabei schwer verletzt. Mithilfe ihrer Kräfte übertrug Mineru ihren Geist in das Purapet, worin er bis zum heutigen Tage überdauerte. Weil einer der Mysteriensteine der Sonau den Dämonenkönig hervorbrachte, fühlte sie sich verantwortlich und versprach Zelda, ihr beim Kampf gegen ihn zur Seite zu stehen. Entschlossenheit. Zelda teilt Mineru mit, dass sie den verbotenen Zauber einsetzen will, um das Masterschwert wiederherzustellen. Mineru ist entschieden dagegen, da Zelda so ihre Menschlichkeit verlieren würde, doch sie versteht Zeldas Argumente und verspricht zu helfen, so gut es geht. Der Versiegelungskrieg. In ferner Vergangenheit kann König Rauru von Hyrule nicht verhindern, dass ein Mann namens Ganondorf einen der Mysteriensteine erhielt und zum Dämonenkönig wird. Von der überwältigenden Macht des Dämonenkönigs in die Enge getrieben, erkennt Rauru, dass ein Sieg nicht mehr möglich ist und gibt sein Leben, um den Dämonenkönig Ganondorf zu versiegeln. Ich brauche eine kurze Pause. Ich bin sofort wieder da. Da bin ich wieder. Puh, ich musste echt mal durchschnaufen. Ich musste mal durchschnaufen und nochmal alles sacken lassen. Also ist Zelda wirklich der Drache, oder? Ich denke mal, jetzt inzwischen haben wir da keinen Zweifel mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Puh. Nochmal ganz kurz die Aufgaben.
Das Masterschwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen, und gelangte nach seiner Reise in die ferne Vergangenheit in Prinzessin Zeldas Besitz. Du konntest einige wichtige Hinweise darauf erlangen. Aha. Ja. Der weiße Drache am Himmel war im Besitz des Meisterschwertes. Du konntest das legendäre heilige Bandschwert zurückerlangen. Nun liegt es an dir, Prinzessin Zeldas Plan vollends in die Tat umzusetzen. Endlich konntest du und Mineru, die Weise des Geistes und Ursprung der Stimme, euch treffen. Ihr Geist, der im Purapet ruhte, ging auf den Mysterienstein über. Sie erzählte vom Kampf gegen den Dämonenkönig in einer frühen Ära namens der Versiegelungskrieg und Prinzessin Zeldas Wunsch, das Masterschwert wiederherzustellen. Mineru sicherte dir weitere Hilfe zu. Die Zeit ist gekommen. Link, gut, dass du mit dem Masterschwert gerüstet bist. Schließlich müssen wir davon ausgehen, dass der Dämonenkönig gerade irgendwo seine finstere Macht stärkt. Alle Hoffnung in der entscheidenden Schlacht wird auf diesem von Zelda hinterlassenen Schwert ruhen. Wir werden unsere Mächte vereinen und den Dämonenkönig Ganondorf ein für alle Mal gemeinsam besiegen. Vorerst aber werde ich hierbleiben und das Konstrukt gründlich auf den Einsatz in der letzten Schlacht vorbereiten. Ich versichere dir jedoch, dass du mich bis dahin jederzeit rufen kannst, solltest du meine Kraft bedürfen. Ja. Das Masterschwert ruht in deiner Hand. Die Stunde der Abrechnung mit dem Dämonenkönig steht kurz bevor. Rufe mich herbei, solltest du je meiner Stärke im Kampf bedürfen. Mineru, jein. Boah, ist das krass. Ey, es ist komplett so aus dem heiteren Himmel. Ich wollte doch nur Firone erkunden, Mann. Was ist hier los? Besondere Stücke. Sei gegrüßt, ich bin ein Schmiedekonstrukt. Die Werte Mineru erschuf mich zur Nutzung der verborgenen Kräfte von Solo-Energiesphären. Ich beherrsche eine besondere Kunst, Sonanium zu schmieden und so Waffen und Ausrüstung zu schaffen. Solange der Geistertempel vom Lakaien des Dämonenkönigs heimgesucht wurde, versteckte ich mich. Doch dank dir und der Werten Mineru kann ich nun wieder meiner Bestimmung nachgehen. Ich danke dir aus der Tiefe meines elektronischen Herzens. Gewöhnlich würde ich meine Künste niemals für jemand anderen einsetzen als die Werte Mineru, doch du bist ein besonderer Fall. Wenn du mir die passende Menge Solanium überreichst, gebe ich dir Waffen oder Ausrüstung. Wovon möchtest du es eintauschen? Das ist interessant. Krass. Vielen Dank, ich stehe jederzeit zu deiner Verfügung. Den Anweisungen der Werten Mineru gemäß erkunde ich den Untergrund auf der Suche nach Materialien. Als der Lakai des Dämonenkönigs den Geistertempel besetzt hielt, musste ich mich allerdings einstweilen verstecken. Dank deiner Hilfe kann ich jetzt aber wieder meinen Aufgaben nachgehen, dafür stehe ich tief in deiner Schuld. Bitte akzeptiere nur diesen Fund aus dem Untergrund als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wie ich dich bereits informierte, sammle ich im Auftrag der Werten Mineru Materialien. Darum bitte ich dich, mir Solanium aus deinem Besitz auszuhändigen. Und bitte sorge dich nicht, du bekommst im Austausch etwas aus meinem Inventar. Für nur 50 Stück erhältst du nicht mehr und nicht weniger als einen antiken Dolch. Wie es scheint, verfügst du bereits über ausreichend Materialien. Möchtest du sie gegen einen antiken Dolch eintauschen? Ja klar, ich habe ja genug. Hiermit bestätige ich den Erhalt der Materialien und im Austausch dafür gebe ich dir das hier. Solltest du in Zukunft erneut über die erforderlichen Materialien verfügen, tausche ich gerne wieder mit dir. Ja, plus 50 Schaden. Ja, das ist natürlich jetzt der Pfeil aus Breath of the Wild.
Na, den kennen wir alle, mit dem man Wächter ins Auge oder eben auch Leunen instant besiegen konnte. Ich fasse es nicht. Es ist immer noch... Wow. Was ist gerade passiert? Komplett. Zwei Zwischensequenzen, der Bosskampf. Ich bin sprachlos. Komme ich hier denn auch raus? Vielleicht einfach nach oben? Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Mineros Geist zu Hilfe suchen. Nee. Immer? Okay, da geht's in den Tempel. Ich kann die jetzt immer rufen? Das heißt, ich kann die jetzt auch hier wirklich als Mount nehmen, ja? Na, da ist doch der Mysterienstein drin. Also das ist verrückt. Vor allen Dingen, weil ich da nicht mit gerechnet habe. Das ist... Bin ich froh, dass ich mich nicht hab spoilern lassen oder so. Ich würde noch ganz gern dahin gehen. Okay, aber es ist schon echt dunkel, ne? Da komme ich nicht hin. Da werde ich nicht hinkommen. Krass, man kommt natürlich auch nur von oben nach unten. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, was soll ich sagen? Wir gehen zurück. Eigentlich müssten wir zurück zur Drachenkopfinsel, ne? Was passiert hier? Komplett die Kontrolle verloren, einfach. Ich bin sprachlos. Und es regnet nicht. Also... Immer! Absolut verrückt. Das ist absolut verrückt. Ja. Ist das so ein komisches Wasserbecken? Ich würde ihn aber mal debeschwören, ja?
Tja, was soll ich sagen? Es ist. Wir sind leicht abgedriftet, ha? Huh? Gehen wir jetzt erst hier unten hin oder wie machen wir das jetzt? Ich weiß gar nicht, wie wir das Gebiet jetzt angehen sollen. Ich würde generell noch mal gerne ein paar Bananengerichte machen, habe ich mir überlegt. Bananenkuchen. Banane. Haben wir Butter? Banane, Butter. Weizen. Zucker. Es muss doch Bananenkuchen geben, oder? Kraftbratbanane. Schade. Was bewirken die eigentlich? Resistenz gegen Miasma. Hätte man auch mal machen können, ne? Also ich nehme jetzt einfach mal so zwei Edelwild und zwei davon. Nicht schlecht. Diese ganzen Zeitungssuchtis, ne? Gut, wir switchen wieder das Outfit. Was ist mit dieser Aufnahme los? Mann, 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 Mann. Ah, danke, dass du den Stall benutzt. Möchtest du hier übernachten? Oh. Nee, ich möchte ein Bild aufhängen. No. Wie, hast du wirklich ein Bild der Floria-Fälle bei schönem Wetter? Zeig es mir bitte. Guck mal hier. Oh, oh wunderbar, das ist genau das Bild, das ich haben wollte. Darf ich es abmalen, um es aufzuhängen? Ja klar. Vielen Dank. Ach, der Anblick der Wasserfälle überwältigt und bewegt mich jedes Mal, wenn ich das Bild sehe. Bin ich froh, dass ich nach Firone gekommen bin, obwohl die Anreise so schwierig war. Genau das ist es, was Reisende bei diesem überwältigenden Anblick denken werden. Und jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um es abzumalen. Keine Sorge, ich bin ein Supermeister wie alle anderen Stallbesitzer. Zufälle gibt's. Ich wusste es doch, das passt perfekt zu diesem Stall. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet, Meister Link. Beeindruckend, findest du nicht? Bringst du mir ein anderes Bild der Floria-Fälle bei schönem Wetter, kann ich es austauschen. Das ist gar kein Problem. Und ich gebe dir einen Stallpunkt als Dankeschön. Oh. Und bitte nimm auch das hier. Abwehrtomaten, Buila. Meister Link, wie ich sehe, hast du Stallpunkte gesammelt. Hol dir deine Prämie ab. Ich bedanke mich noch einmal für dieses hervorragende Bild. Bitte beehre uns jederzeit wieder. Schön, haben wir es auch direkt erledigt. Das ist echt eine coole Idee. Hey! Ja. Ein Moment. Ja, du möchtest die Prämie, ja? Für 5, ja, du kriegst dafür 3 Fettkarotten. Wenn du noch 5 Punkte sammelst, dann bekommst du 5 Übernachtungsgutscheine. Vielen Dank für die Nutzung unserer Stelle. Gibt es noch eine Belohnung? Oder kommt jetzt nur irgendwie Item-Gutschein, so in der Richtung? Dank dir, Meister Link, konnte ich dieses wunderbare Bild aufhängen. Das Sonnenlicht verlässt nun niemals diesen Stall. Und für alle Reisenden, die hierher kommen, egal bei welchem Wetter, werde ich mich jetzt noch mehr anstrengen. Gut, dann nochmal von vorne. Danke, dass du die Stelle nutzt. Möchtest du hier übernachten? Ja, in einem normalen Bett bitte. Ich zahle mit Rubinen und bis morgens. Ich wünsche einen grusamen Schlaf. Eieieiei. Diese Aufnahme ist für mich gelaufen. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben.
und ihr Hass ergießt sich über das Land. Guten Morgen. Fühlst du dich erholt? Zum Dank für die Übernachtung bekommst du einen Stallpunkt. Oh. Hier regnet es ständig, doch gelegentlich verziehen sich die Wolken auch. So wie jetzt. Solange es regnet, ist der Brunnen nicht begehbar, aber bei klarem Himmel kann man da reingehen. Im Moment haben wir ziemlich gutes Wetter, also mache ich das vielleicht sogar, also den Brunnen und so, ne? Gut, pass auf, dass du nicht ausrutschst, wenn du den Brunnen willst. Bis zum nächsten Besuch. Danke, Vanolli. So, jetzt können wir tatsächlich Desert holen, ne? Ist immer noch alles so unwirklich, ne? Danke, dass du die Stelle benutzt. Wie kann ich dir helfen? Oh. Ich möchte ganz gerne Desert abholen. Oh. Na, ich lass Desert zu uns bringen. Einen Moment bitte. Oh, dieses Spiel. Mann. Oh. Oh. Ich bedanke mich für die Nutzung. Oh. Bis zum nächsten Mal. Oh. Vorsicht, Terry! Oh, jetzt erstmal durchatmen. Unfassbar. Genau, da sind wir hochgegangen, das weiß ich noch. Dann haben wir da oben auch schon einen Krog geholt. Aha. Sehr schön. Niemand mag die. Niemand mag die. Das war's schon mit dem Dschungelgebiet oder geht das dann in... Ach, es geht nördliche Richtung weiter, ne? So, der Typ, der unbedingt hier Tiere töten will. Kotlets, ja. Steaks. Na, was los? Hast du vielleicht Hunger oder so? Falls ja, tut's mir leid, denn ich habe kein grünes Fleisch dabei. Ich habe mir vorgenommen, nichts zu essen, bis ich die Kreatur finde, diese Dongo oder wie das heißt. Ich bin wirklich ein großer Fleischliebhaber. Früher habe ich mal Fleisch verkauft, aber jedes Mal, wenn ich einem Kunden sein Fleisch gab, grummelte mein Bauch. Da habe ich gemerkt, dass ich es eigentlich viel lieber selbst essen würde. Bogo, ich mag dich nicht. Weg mit dem Regen! Guti Nisa-Ebene.
Grabstätte? Grabstätte? Ich helfe! Kalisa! Sag, wenn du nicht gekommen wärst, hätte dir das ins Auge gehen können. Hier, als kleines Dankeschön für die Rettung, nimm es an! Wie gehabt, befinde ich mich auf der Suche nach Schätzen und reise dafür von einem Ort zum anderen. Da ich herumreise und nach Sternschnuppen suche, habe ich dir schon erzählt, oder? Letztens hat mir jemand davon berichtet, wie ihm eine Sternschnuppe ganz knapp entwischt ist. Er hatte sie nachts auf seinem Weg entdeckt und hätte sie fast erreicht, doch dann wurde er von Monstern attackiert. Er konnte sie abschütteln, aber als er den Ort erreichte, wo die Sternschnuppe zu Boden gefallen war, wurde es schon hell. Und er konnte dort keine Spur der Sternschnuppe mehr finden. Tja, ob man nun den Voy seines Lebens oder Sternschnuppen sucht, man darf sein Ziel nie aus den Augen verlieren. So, genug geschwatzt. Vielleicht sehen wir uns einmal irgendwann wieder. Zavork! Genau, ich habe das auch mal recherchiert. Es ist nämlich so, dass es nur alle 100 Jahre einen männlichen Gerudo gibt. Und das ist ja Ganon gewesen. Und seitdem irgendwie keiner mehr. Ja, das war ja Ganon und der böse Gerudo-König. So, wo waren jetzt da, ne? Dann können wir hier auch nochmal gerne nach oben gehen. Ja, höher als Drachenkopfinseln komme ich nicht, ne? Die sind ja riesig. Und so unheimlich. Okay, schlecht gesprungen. Und ich bin wieder weg. Hey, du hast mich gefunden. Aber jetzt mal ehrlich, wie soll ich mich hier zurechtfinden? Okay, da geht's in den Tempel, ja.
Genau, da geht's in den Tempel. Hat Zelda hier irgendwie den Zauber gestartet oder so? Okay, wir machen jetzt Folgendes. Einfach mal raus aus dieser Gewitterwolke, hä? Was? Ich sehe halt nichts. Ich sehe gar nichts. Ah. Donnergrolleninsel. Echt? Abspringen. Nee. Ich sehe halt wirklich nichts, ne? Okay, aber wir brauchen dafür halt wirklich die Karte. Abspringen.
Und ich bin auf der Drachenkopfinsel. Okay. No way. Das geht nicht. Ich sehe halt einfach gar nichts. Okay, wir laden. Holy shit, Moment mal. Donnergrollinsel. Okay, das war einfach nur so stupid gerade. Oh, okay. Planänderung. Wir gehen wieder runter. Und erforschen unten weiter. Ich weiß nicht, wie die Himmelsinsel funktionieren soll mit diesem Blitz. Ich sehe halt nichts. Vielleicht brauchen wir die Karte dafür. Wir brauchen auf jeden Fall das Antifallschaden-Set, sonst geht hier gar nichts. Also was wir machen können... Ist hier irgendwas? Da ist der Turm. Und hier ist schönes Wetter. Ach, come on. Okay, ja, keine Ahnung. Da müssen wir uns dann mal eine Strategie überlegen. Am besten gar nicht. Ja, wir machen den. Katastrophe. 43. Also, wer den spannenden Kampf nicht verpassen will, beim nächsten Mal werden wir diesen Blitzgriok machen und ich platze vor Vorfreude. Was für eine Aufnahme, was für eine Story mit Minero und, oh, zu viel. Mit Zelda, der Opferung, och man, ich habe mir nach Breath of the Wild so stark ein Happy End gewünscht und es sieht so aus, als wäre Zelda jetzt für immer fort. Oder? Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.